Zwischen Wien und Prag, auf halber Strecke der Franz-Josefs-Bahn, sollte er entstehen, der neue Bahnhof Gmünd. Ein Stück außerhalb der altehrwürdigen Stadt. Der Bahnhof, der dann 1909 zu einem wahren Glanzstück des Endes der Monarchie wurde, brachte einen neuen Stadtteil zu Gmünd. Böhmzeil und Wielands werden ausgebaut, damit es genügend Unterkünfte für die neuen Bahnarbeiter, Handwerker und Lohnarbeiter gibt. Waren anfangs die Wohnungen knapp, entstand um 1900 ein wahrer Bauboom, bei dem einstöckige Geschäftshäuser sowie Wohnhäuser mit Gärten errichtet werden. Die K&K-Staatsbahn erbaute die Kaiser Franz Josefs Jubiläumskolonie für Arbeiterfamilien, die aus drei einstöckigen Doppelhäusern mit Vorgärten und einem großen Park bestanden. Bis 1904 entstanden 125 Neubauten mit vielen Neugmündern, die rund um den Gmünder Bahnhof eine neue Heimat finden. Neue Zeiten ziehen in den Stadtteil, der sich rund um den Bahnhof entwickelt. Es ist eine aktive Arbeiterschaft, die sich hier einen neuen Lebenstraum erfüllen möchte. Sie treten für ihre Rechte ein und die Bevölkerungsstruktur ist nicht mit der seit Jahrhunderten gewachsenen Bevölkerung in Altgmünd zu vergleichen. Noch trinkt man gemeinsam im Bahnhofsrestaurant, aber auch schon vor dem Ersten Weltkrieg werden die Diskussionen heftiger und Streitigkeiten sind nicht ungewöhnlich. Am Ende nach dem Krieg haben zuerst einmal alle verloren, denn Tote gibt es auf beiden Seiten.